Wurzelgleichungen. Das Wichtige bei Wurzelgleichungen ist ja, dass wir die Wurzeln sozusagen wegkriegen. Und bevor wir das tun, müssen wir auch schauen, was die Definitionsmenge ist, weil unter der Wurzel dürfen wir nur was Positives haben. Und deswegen müssen wir hier schauen, x plus 1 muss also größer gleich 0 sein. Das bedeutet, dass x muss größer gleich minus 1 sein. Wenn es minus 1 ist, ist minus 1 plus 1 ist 0. Und wenn es 0 ist, haben wir 0 plus 1, so muss größer als minus 1. Für diesen Ausdruck muss dann auch noch gelten, dass x plus 3 größer gleich 0. Das heißt, dass x muss größer gleich minus 3 sein. Minus 3 ist es 0, wenn es größer ist, ist es positiv. Und die Definitionsmenge ist sozusagen der Schnitt von diesen beiden Bedingungen. Und das bedeutet, dass die Definitionsmenge sind dann sozusagen alle x, die reellen Zahlen, x gehört zu den reellen Zahlen, für die gilt, x muss größer gleich minus 1 sein. Weil minus 1, wenn es minus 2 ist zum Beispiel, dann würde diese Bedingung okay sein. Aber hier, dann hätten wir hier minus 2 plus 3 ist plus 1, das ist okay. Aber hier hätten wir minus 2 plus 1 ist minus 1 und Wurzel minus 1 geht ja nicht. So, deswegen muss x größer gleich minus 1 sein. So, wenn das fertig ist, das schauen wir uns dann am Ende an, dass die Lösungsmenge dann größer gleich minus 1 ist. Sonst ist es keine Lösung nämlich. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir diese Wurzelausdrücke sozusagen wegkriegen und wir versuchen dann, einen Ausdruck auf der anderen Seite zu tun. Zum Beispiel mit minus Wurzel 3x plus 3. Damit wir das hier auf die Seite kriegen, so hier weg und kommt dorthin. Dann haben wir, also das hier, damit sind wir fertig. Dann haben wir Wurzel x plus 1 ist gleich 3 minus Wurzel x plus 3. Und jetzt tun wir dann hoch 2. Auf dieser Seite ist dann hoch 2. Dann kriegen wir nur x plus 1. Auf dieser Seite müssen wir schauen, dass die ganze Seite hoch 2 kommt. Dann wird das hoch 2 ist ja 9. Dann 2 mal 3 mal diesen Ausdruck ist dann minus 3 mal 2 ist 6 mal Wurzel x plus 3 und dann noch plus diesen Term hoch 2. Und diesen Term hoch 2 ist ja einfach nur x plus 3. Genau. Und gut, ich schreibe es noch einmal, x plus 1 ist gleich 9 minus 6 mal Wurzel x plus 3 plus x plus 3. Wir können minus x auf beiden Seiten, also minus x. Dann wird das und das verschwinden. Das ist 9, 10, 11, 12. Wir tun minus 12 auf beiden Seiten, damit wir 9 und 3 hier auf der Seite kriegen. Also minus 12. Ich mache das auf einmal. Also x verschwinden, minus 12, dann verschwinden 9 und 3. Und hier haben wir dann minus 12 plus 1 ist minus 11. Ist dann gleich. Hier haben wir noch dann minus 6 mal Wurzel x plus 3. Und dann können wir zum Beispiel jetzt wieder hoch 2, damit wir diese Wurzel auflösen. Hoch 2. Dann haben wir minus 11, 11 hoch 2. Ist gleich, minus 6 hoch 2 ist ja 36, mal das hoch 2 ist einfach nur x plus 3. Wir haben also 11 hoch 2 ist 121, ist gleich 36x plus 36 mal 3 ist 108. Dann tun wir minus 108, dann haben wir hier 13, 121 minus 108 ist 13, ist dann gleich, da verschwindet es, gleich 36x. Wir tun dann durch 36, und dann haben wir das 13 durch 36 ist gleich x.
Und das könnte dann die Lösung sein. Wir müssen dann schauen, aha, gehört das zur Definitionsmenge? Definitionsmenge, x muss größer gleich minus 1. Also, ja, größer gleich minus 1. Und ja, es ist größer gleich minus 1. Bevor wir weitermachen, müssen wir aber auch die Probe machen. Das ist unter anderem, weil wir schon quadriert haben vorher. Dann sollen wir einfach die Probe machen. Die Gleichung war, erinnern uns, x plus 1 plus Wurzel x plus 3 soll gleich 3 sein. Das hier ist die linke Seite. Da können wir einfach schauen. Die rechte Seite ist ja 3. Linke Seite ist dann gleich, wenn wir x gleich 13 36 reintun, ist dann Wurzel 13 durch 36, das ist ja x, plus 1. 1 können wir schreiben als 36 36, damit wir die dann auf den gleichen Nenner bringen können und addieren können, plus diese Wurzel, wieder x, 13 durch 36, plus 3. Und 3 ist ja dann 108 36. Wir zählen dann hier mit der linken Seite zusammen. 13 plus 36, 40 ist 49. Wurzel 49 ist 36. Plus 13 plus 108 ist Wurzel 121 36. Das ist dann gleich. Dann müssen wir weiterrechnen. Wurzel von 29 ist 7, Wurzel von 36 ist 6. Wir haben also hier 7 Sechstel plus Wurzel aus 121 ist 11 Sechstel. Das ist 11 plus 17 ist 18 Sechstel. Und das ist ja gleich 3. Und das ist dann gleich rechte Seite. Passt also. So, das heißt, die Lösungsmenge ist einfach gleich 13 36. Das stimmt mit der Definitionsmenge und wir haben auch noch die Probe gemacht.